Go, Digga. Komm schon, Baby. Oh mein Gott, das ist der beste Skin ever. Okay, gut. Wir öffnen als erstes die CS20 Kisten. Schick dir nachher Hydras. Haben die noch Trade-Sperre bei dir? Oder wieso nachher? Oder bist du noch unterwegs? Wie viele Kilometer hat der Lambo aktuell? 6700 Kilometer, glaube ich. Bin ich gefahren. Wie geht's um den Opi? Super, danke der Nachfrage. Alena, da spawnt sie wieder. Das ist so klar wie Kloßbrühe. Eis ist lecker gewesen. Eis ist ganz, also lecker gewesen. Welchen AWP-Skin feierst du am meisten? Ich muss dir ehrlicherweise sagen, Digga, dass ich AWP-Skins gar nicht so krass auf dem Schirm habe, welche es alle gibt. Natürlich kenne ich einige, so ist es nicht, aber da ich selber AWP gar nicht spiele, interessiert mich die Waffe eigentlich auch nicht so. Mich interessiert nur Gold, Gold, Gold. Ob Monte noch seinen Keller findet, wird nicht jeder fühlen. Ich fühle mich momentan hier in der Ecke viel wohler. Bist gechillter, ja, schon. Also ich würde lügen, wenn ich sage, ich habe noch nicht mit dem Gedanken gespielt, wie es wäre, unten den Streaming-Keller entweder komplett wegzumachen oder anders zu gestalten oder. Das Gute ist, dass ich bei dem Gaming-Keller unten einen Großteil gesponsert bekommen habe. Das heißt, den Großteil des Gaming-Kellers habe ich nicht selber bezahlt. Der einzige Punkt natürlich ist das Meerwasser-Aquarium, ne? Ist ja klar. Das hat viel Geld gekostet, das habe ich selber bezahlt. Das könnte man vielleicht wiederverwenden. Ja, es sind nur Spielereien im Kopf, so, ne? Sind nur Spielereien im Kopf. Bau dir einfach ein Aquarium unten rein. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe dann so ein bisschen über Rendite bzw. profitabel gerechnet. Und natürlich wäre es auch cool, wenn man vielleicht sogar mit einem Partner oder ähnliches über eine Kooperation oder sonstiges sich da unten beispielsweise ein kleines Heimkino einbauen lässt. Das würde den Wert der Immobilie steigern. Das Gamingzimmer unten steigert den Wert der Immobilie nicht. Nur mal als Beispiel jetzt, ne? Schon mal über ein Terrarium nachgedacht. Ich habe eine Art Terrarium. Ich weiß jetzt nicht, wie man das genau nennt. Aber ich habe im Eingangsbereich, ich habe euch das noch gar nicht gezeigt, ich werde irgendwann auch nochmal ein Update-Video auf dem Hauptkanal von dem Haus hier zeigen. In den nächsten Monaten, denke ich mal, werde ich mal wieder ein Video auf dem Hauptkanal hochladen. Ich habe im Eingangsbereich mein Meerwasserbecken weggemacht und habe da jetzt ein, sagen wir es mal Terrarium, aber so ein Viertel Wasser und oben so eine Insel mit Feuersalamandern und ein paar Fischen. Aber ich weiß, hat Isa gezeigt, ah okay, ja, ich weiß nicht, wie man es aber nennt. Hat Isa das alles gezeigt? Ach, die muss aber ein paar Subs giften, sonst knallt's gewaltig. Ja, das ist ein Terrarium. Nee. Terrarium oder ein Terrarium mit Wasserbehältnis unten nennt man anders. Polodarium, ja, das kann sein, dass das ein Polodarium ist, dass man das so nennt, das weiß ich nicht, aber es kann gut sein. Ich würde Mehrwert auf ein schönes Zimmer legen, so wie du es hast, als ein Heimkino. Also ich weiß nicht, ob du eben gerade nicht zugehört hast, aber ich habe davon geredet, dass ein Heimkino, ein neutrales Heimkino in Anführungszeichen, eine Aufwertung der Immobilie wäre. Da habe ich so drüber gesprochen. Jolt, jolt, jolt. So. Star Trek? Schade. Schöne Waffe. Player 2. Zustand sollte... Ne. Minimal Wear oder Field Tested. Oh, Müll. Noch schlechter, Digga. Doch, Field Tested. Aber schlechtes Field Tested. Schöne Waffe, Digga. Sehr schöne Waffe, finde ich. Ich weiß gar nicht, was die kostet, Digga. No, gut. 25 Euro und Field Tested. Take ich, Digga. Wie ist eine schöne Waffe. Wie geht's denn jetzt weiter? Lässt du den Gaming Room umbauen? Oder wie sieht deine Zukunft aus? Der aktuelle Plan ist, dass in 5 Wochen ungefähr, ganz unabhängig davon, dass ich das Setup hier oben jetzt mehr aufbauen lassen habe, in 5 Wochen circa bekomme ich meinen neuen PC und die Monitore und das Mikrofon unten wird angepasst. Ob ich jetzt in den nächsten Wochen, Tagen unten aus dem Keller mal wieder streame oder erstmal einige Zeit am Stück hier, das weiß ich nicht, das mache ich spontan. Aktuell, habe ich auch schon mal gesagt, fühle ich die Streams von hier oben sehr. Und dementsprechend wüsste ich jetzt auch nicht, warum ich noch... Also ich habe ja die Option, ich kann ja sowohl hier als auch unten zocken und chillen. Und privat, guck mal, ich sag euch jetzt ganz offen und... Stat Track, Fabrik neu. Schade.
schlechter Zustand, viel testet. Das letzte Mal unten gechillt und gezockt habe ich, als Sascha hier war. Das ist 4 Tage. Welchen Tag haben wir heute? Heute ist Samstag. Das ist, am Mittwoch war ich das letzte Mal unten chillen. Also ich habe mich seit Mittwoch nicht einmal unten hingesetzt zum Entspannen. Immer hier. Wir machen nochmal 8 CS 20 Kisten auf. Monte Benfica 5-1. Ja, Digga, das wäre... Also wenn jetzt mein Schein kommt, auf den ich 900 Euro setzen wollte, wenn der gekommen ist, Digga, und Tipico einfach 5 Euro gesetzt hat, raste ich aus. Ja, der Schein ist gekommen, Digga. Der Schein ist wirklich gekommen. 8.000 Euro wäre mein Gewinn gewesen, ne? Nee, gar nicht wahr. 4.800. Ich hasse mein Leben, sage ich. Immerhin Gewinn. Als Maul, Digga. Spielt Barca nicht um 21 Uhr? Real spielt. Was sagt ihr? Real 2,5 Tore? Kommt oder nicht? Oh, bitte gut! Take ich. Stat-Track sogar. Nice. Nice. Hä? Oh, Digga, aber der... Ach, Digga, also was ist das denn für ein Müll? Viel testet Stat-Track? Was ist das denn für eine komische Kombi, Digga? Take ich trotzdem all day, all night. Ein Classic-Messer. Finde ich geil. Schauen wir mal, was Costa Quanta. Egal. Wir haben nicht viele Packs gezogen. 180 Euro. Nehme ich mit. Habe ich heute ungefähr reingesteckt bis jetzt an Schlüsseln. Ein schönes klassisches Messer. Schade, dass das so einen schlechten Zustand hat. Viel testet Stat-Track. Aber Chat, sage ich euch ehrlich, take ich all day, all night, Digga. Boah, Stat-Track. Ich will mal ganz kurz so mal für mein Gewissen. Stat-Track, okay, gut. Ist gerade kein aktueller Preis. Stat-Track, viel testet, ist ja das, was wir haben. 198 Euro, Pi mal Daumen. Also sagen wir mal, Stat-Track Factory Renew wäre das so roundabout 400 Euro vielleicht. Oh, take ich. Ey, alles gut. All good. Back to back. Einmal ein Back to back in meinem Leben. Die Chance ist 1 zu 160.000. Gold, Gold, Gold. Back to back, komm. Back to back. Einmal in deinem Leben. Back to back. Schade. Also die zwei Schlüssel wären für mich auch noch back to back, sage ich. Ein Skipper. Schade. Und jetzt wäre auch noch für mich back to back, sage ich. 1 zu 16.000. Nein, 1 zu 160.000. Schade, Marmelade. Wie kann es sein, dass diese Kiste 1550 Mal von mir mittlerweile geöffnet worden ist, ohne einmal Gold zu haben? Wie kann das sein? Wie zum F*** kann das sein? Die macht mich so sauer, die Kiste. Und die macht nicht mal den Ansatz, Gold zu geben, Digga. Das ist wirklich illegal. Ui. Minimal. Hochgradig illegal. Diese Kiste, Digga. Es ist die Billigkiste. Aber... Es ist eine billige Kiste, aber Platz 2 der Bruchkisten. Platz 1 Bravo-Kiste, Platz 2 diese Kiste. Skip. Oh mein Gott! Digga, ich habe nur rot gesehen. Schöne, sehr schöne Waffe. Ich hoffe, der Zustand ist nicht Arschritze. Battlescar, du Kiste! Gold ist gewollt. Paris 3-0, ja, das ist uninteressant für mich. Also. Gold. Gold, 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 Gold. Breakout Gold, big. Schade. Gold, Gold, Gold. Oh, ja! Ja, ja, ist okay. Take ich. Zustand field tested. Oh, ja! Geil, geil, geil. Und das Lustige ist, das Messer habe ich sogar noch nicht. Also habe ich noch nie gezogen und habe ich auch nicht in meiner Breakout, meiner Butterfly Collection. Viel testet leider nur. GG's in den Chat, Alter. Das take ich wirklich all day, all night, Digga. Schönes Messer. Und wir wollen mal ganz kurz gucken, weil einige Butterflies gibt es auch nur bis zu einem bestimmten Zustand. In viel testet 742 Euro. 742 Euro, Pi mal Daumen. Take ich. Sehr geil, Digga. Es gibt es aber in Factory neu. Das brauche ich noch, Digga. In Factory neu fehlt mir das Messer in meiner Sammlung. Aber ein sehr, sehr cooles Messer. Safe. Wollen wir mal kurz gucken, wie das aussieht. Factory neu. So, oh, guck mal. So sieht das Fabrik neu aus. Wow. Ist schon ein deutlicher Unterschied, Digga. Factory neu. Schönes Messer. Das brauche ich unbedingt noch, Digga. Das brauche ich unbedingt noch. Schade, schade, dass ich das nur in Field Tested gezogen habe, Digga. Das Messer in Factory neu wäre so big für mich, für meine Collection gewesen. Oh, bin ich jetzt doof? Haben wir heute zweimal? Warte mal ganz kurz. Ja, Digga, wir haben heute... Das ist doch... Digga, das ist doch, Chat,
Das ist doch gezinkte Scheiße. Also im Positiven von mir aus. Das kann doch nicht sein, dass wir heute zweimal ein Messer ziehen und zweimal Boreal Forest. Beide auch noch viel testet. Wenn die jetzt beide noch den gleichen Float haben. Hä? Ah, das hat ein deutlich schlechteres Rating, hä? Ah, never mind. Okay, gut, never mind. Back to back? Back to back. Back to back. Schade. Also Game, ich bin hier nicht sauer. Wenn jetzt kommt, ist kein originaler Back-to-Back, aber es ist immer noch Back-to-Back. Wäre immer noch für mich Back-to-Back. Take ich trotzdem. Scheiß Zustand. Egal. Schade Marmelade. Ich habe 1000 Euro heute ausgegeben für Schlüssel. Wir haben gesagt, wir überschreiten das Limit nicht. Beziehungsweise ich habe mir das vorgenommen und genauso wird es auch sein. Wir sehen uns morgen wieder. Ich hoffe, ihr seid motiviert, hungrig und habt Bock. Lasst euch gut gehen. Monte L in den Chat. Fühlt euch geküsst. Mach's gut. Kuss auf die Nuss. Gute Nacht.